Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2 Stay Human. Ich habe hier ein paar Vollidioten weggeklatscht und die haben hier eine Truhe stehen lassen, in die wir hoffentlich jetzt mal so langsam reinkommen. Jawohl. Und irgendwas könnte zu sein. Ein Nagelstab und aus Porphin. Ja, okay, ich dachte irgendwas Besonderes, aber nö, anscheinend nicht. Anscheinend einfach nur eine Waffe und ein bisschen Medizin oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das können wir verkaufen, allerhöchstens. Aber für uns bringt das, glaube ich, nichts. Egal. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Mädchen, was eine Quest oder so für uns hat. Dir? Ich bin nicht klein. Hey, Moment mal. Wir kennen uns. Ich bin Aiden. Ja, moin. Wie heißt du noch gleich? Maya. Was machst du hier, Maya? Ich suche Räuber, weil ich sie verprügeln will. Aber jetzt gerade verstecke ich mich vor Infizierten. Ach so. Und was haben dir diese Räuber getan? Sie haben eine Menge geklaut. Aber das Allerwichtigste war... Oh, oh, sie sind hier. Was? Da ist sie. Du verfolgst uns nicht mehr, du kleine Mistgöre. Sag ich doch. Du bist tot, Kleine. Keine Sorge. Alles klar, Bro. Versteck dich. Das dauert nicht lange. Ich würde mal sagen, entspann dich mal ein bisschen. Es ist ein Kind. Tschüss. Ja. Oho, der hat richtig eine reingeballert bekommen. Tschüss. Was zum Teufel? Hau ab! Geil, ey. Wie der Typ da jetzt auf dem Scheiß... Aua. Nein, ich muss ausweichen bei sowas. Was? Bro? Ich muss doch darüber, weil der darüber geschleudert wurde. Wie lächerlich. Was ist das? Wo sind wir jetzt? Können wir das nochmal neu machen, bitte? Da, sentimentaler Wert, da drüben. Was ist denn das für eine Scheiße? Gib auf dich acht. Ja, gut. Wenigstens können wir hier jetzt nochmal looten. Ich hörte, die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Ach, juckt nicht. Schnauze da. Wieder wie aller Mut. Gut. Hey, Wasserjunge. Und dann zurück zu Maya. Es geht, Maya. Danke. Kein Problem. Abgefahren. Und eklig. Sind die das, die deine Sachen geklaut haben? Nein, das waren mehrere. Die anderen haben es vielleicht. Was ist dieses Allerwichtigste, das sie dir geklaut haben? Meine Spieluhr. Warum ist sie so wichtig? Warum ist sie dir so wichtig? Von ihrer Mom wahrscheinlich. Sie gehörte meiner Mutter. Jawoll, Alter! Was mir blieb. Easy! Das klingt super wichtig. Du musst sie finden. Und du darfst sie behalten. Was? Nein. Hast mir das Leben gerettet. Die Diebe sind in dieses Gebäude gegangen, an der Baustelle, auf der William the Ninth Road. Du musst sie ihnen unbedingt abnehmen, sonst mache ich es. Wow, 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 meine Kleine. Ich meine, meine Dame. Keine Sorge, ich kümmere mich um die. Wenn du sie nicht findest, bleib stehen und hör genau hin. Die Spieluhr spielt diese Melodie. Ich werde es mir merken. Okay. Aber tagsüber sind sie nicht da. Ist ein komischer Soundbug, ey. Da kehren sie immer in das Gebäude zurück. Warum bringe ich dich nicht einfach nach Hause? Wo wohnst du? Ich gehe zum Bazar. Alleine. Bin ja kein Baby. Wenn du die Spieluhr nicht behalten willst, dann verkauf sie doch. Ist echt wertvoll. Also müssen wir sie nehmen. Gut, dann, sentimentaler Wert. Die hat keinen Wert. Die Spieluhr hat keinen Wert.
Also werden wir sie ihr zurückgeben. Hätte ich sowieso versucht, wenn es nicht... Also, wenn wir die bekommen. Ob es geht oder nicht, werden wir dann hinterher herausfinden. Aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Hätte ich auch gemacht, wenn die einen Wert hätte. Ja gut, kommt jetzt drauf an, wie viel die kostet, ne? Also wenn wir die vor 10.000 verkaufen können, dann wäre natürlich... Dann müsste man sich schon mal überlegen. So. Aber erstmal würde ich die Spieluhr der Kleinen gerne zurückgeben wollen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht geht. Ja, was ist denn da? Evakuierungskonvoi. Was? Gibt's da irgendwas Geiles? Muss es ja, ne? Sehr, sehr komisch. Weil da sind halt nur normale Viecher. So, deswegen... finde ich es etwas komisch, dass da so ein fetter Konvoi ist. Weil beim ersten, den wir gesehen haben, war ja irgend so ein Fettsack davor. Da konnten wir uns... das sparen, dahin zu gehen. Ja, stimmt. Sie sagte ja, nur bei Nacht. Gut, dann... werden wir das beim nächsten Part machen? Money, money, money. Sammelobjekt. Cool. Ja, wir werden das im nächsten Part machen. Dann werde ich die Nacht einleiten und... dann können wir es dann ganz entspannt erledigen. Ach, hier. Ja, aber ihr müsst halt erstmal weg. Ist klar. So. Schön wieder Honig gönnen und Kamille, sehr schön. Dann haben wir unsere Vorräte auf jeden Fall wieder aufgestockt. Ja, Mann. Ja, das schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da. Da oben. Aber das halt nur bei Nacht. Herausforderung, Verfallsdatum, Storyquest, Storyquest, und Storyquest, was? Ach, das wäre ein Nebenquest. Hä? Was ist das? Überall steht Storyquest, aber es ist doch nicht... Wie kann man denn die Hauptquest sehen? Ach so, die ist die so Gold? Ist die das dann? Okay, ja, gut, gut, gut. Dann ist die anscheinend immer so in Goldschrift und die anderen halt nicht. Gut, wir müssen jetzt ein gutes Stück latschen. Ja, hohoho. Oh, den habe ich alle gemacht. Geil. So macht das doch Spaß zu reisen. Ich würde eigentlich auch ganz gern auf die Dächer hoch. Gut, das können wir hier rüber machen. Da drüben gibt's noch mal was. Boah, Alter. Da können wir unsere Vorräte auch nochmal aufstocken. Mache ich immer wieder gerne. Gerade, wo wir in letzter Zeit so eine extreme Schwierigkeit damit hatten, uns Medikits herstellen zu können. Da muss ich jetzt ein bisschen besser drauf achten.
dass wir auch immer was parat haben. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Ah, da. Ein bekannter Ort, da ist er. Aber das Fernglas will irgendwie nicht. Da drüben ist nochmal ein goldener Baum. Ja, ist das Dingen ganz oben? Von da oben können wir draufsliden. Aber ich... weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn dieser Behälter nicht oben drauf ist, dann bringt das rein gar nichts. Weil da reingehen möchte ich eigentlich gerade nicht. Ja, obwohl, wenn wir eigentlich schon mal hier sind, wäre es eigentlich intelligent, da reinzugehen. Komm, ey. Da machen wir es halt. Da machen wir es halt. So, hopp da. Scheiße. Ah, Alter. Boah, sind die schnell. Hau ab. Gib mir Ausdauer! Junge, 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 Junge. Alles klar, Bro. Die Waffe, die ich da habe, ist echt nicht zum Fighten gedacht, sondern nur um Gegner wegschleudern zu können. Als ob wir jetzt hier respawnen. Obwohl, Moment. Und hier können wir doch... ja, guck mal. Komm. Oh, Hermans Knüppel. Nice. Und Brand. Dann nehmen wir mal dieses Ding hier. Ich glaube, damit wird es besser laufen. Und Moment mal. Moment mal. Moment, Moment. Einen Moment. Stich. Fertigung. Wurfmesser. Zack. Und jetzt runtergehen. Ach, hier sind schon die... hier sind die Viecher jetzt schon weg. Okay, interessant. Gut. Was ist hier? Hier können wir runter. Aber wir können halt auch durchs Treppenhaus. Nee, komm. Lass uns da lang. Lass uns mal schön hier lang. Und Taschenlampe. Taschenlampe nicht vergessen. Was? Von innen verriegelt? Oder wie? Von innen verschlossen, ja. Crap. Okay, dann ist das der Rückweg. Ja, es ist der Rückweg. Cool. Dankeschön. Danke für nichts. Mann, ey. Brich halt die Türen auf, Aiden. Scheiße. Das war nix. Ja.
Au. Scheiße. Die sind viel zu OP, die Viecher. Ich kann nichts gegen die machen. So ein Dreck, Alter. Ja, ich weiß, ich kämpfe scheiße, aber ich bin zu ungeduldig für so eine Kacke. Es rutscht da runter. Mann. Ja, ist ja gut. Ich hätte es zum 50. Mal gesagt bekommen. Geh da runter, Aiden. Bitte. Bitte geh da runter. So. Man kann die halt auch nicht von hinten angreifen, die Viecher. Also die, die hier gerade auf der Treppe standen, weil... Sie haben einem nicht die Möglichkeit gegeben. Kann man hier dran klettern? Scheiße, Alter. Komm bitte. Nein. Können wir eiskalt nicht von hinten erledigen. Was? Scheiße. Scheiße. Scheiße, Alter! Übertreib halt. Übertreib halt. Was wurde mir da gerade angezeigt? Für Wurfmesser oder was? Wollte ich ja nicht werfen, weil ich nicht erkannt werden wollte von diesem Elite-Vieh, aber... Ich glaube, wir kommen da nicht durch, ohne den zu triggern. Was soll ich jetzt machen? Eigentlich kann ich nichts machen. Weil ich zu schwach für den bin. Ach so. Kommen sie nachts wieder? Ja, okay. Gott! Soll ja auch nicht bei Tag rein. Ja, logisch. Ist ja bei jedem Scheiß. In jeder Kack-Dark Zone so. Ich versuche natürlich ihr wisst, was ich meine. Ich versuche natürlich auf Zwang hier durchzugehen. Auf Zwang, das passt ganz gut. Und ich komme nicht mal runter. Cool. Das schmeckt doch. Okay, hier kann ich drauf. Und dann kann ich das Ding benutzen. Wunderbar. Dann sind wir schon fast beim Zielort angelangt. Nur noch 150 Meter. Wir haben unverbrauchte Fertigkeitspunkte. Hey, ich habe Sophie und ihre Männer in der Nähe des Wasserturms gesehen. Ja, einen Moment. Ja. Einen Moment. Wir haben noch einen Kampf. Wir haben noch einen Kampfpunkt, okay. Perfekte Parade. Länger taumeln und löst auch ein Verlangsamungseffekt für zusätzliche Folgeaktionen aus. Weichen Sie in der richtigen Zeit aus. Sie eh zum Ausführen, okay. Parkour, Moment mal. Konnte man nicht durch Parkour-Fertigkeiten den diesen Greifer kriegen? Diesen Wurfhaken?
Drücken Sie zum Ausführen. Was steht da? Ach so, Shift, L-Shift oder wie? Ja, Shift auf jeden Fall. Drücken Sie zum Ausführen Shift nach dem Klettern, der Aktivlandung und so weiter. Ja? Ja, weiß nicht. Ich glaube, ich schaue mir das nochmal alleine an und dann werde ich mich für irgendwas entscheiden. Mal gucken. Ich glaube, das werde ich auf Cam machen. So. Und nicht mehr weit. Dann haben wir's. Wir müssen schon wieder dahin, okay. Kommen wir denn jetzt nochmal da hoch? Ah, hier. Hier gibt's auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gut. Ah, scheiße. Ah ja, doch, wir sind über das Fenster. Wir sind über das Fenster und dann auf das Schild hier, auf das Motelschild. Und sind wir hier raufgesprungen. Gut, können wir jetzt auch hier einen Shortcut irgendwie nehmen? Nee. Ja gut, das Ding können wir aber nochmal aufmachen. Also machen wir es auch direkt. Oh. Fast First Try geschafft. Okay, nice. Okay. Nochmal ein bisschen Kram. Und dann... Ja, komm, geh halt durch die Tür. Hayden. Hey. Schlägt sich hier durch alles durch. Und dann scheitert es daran, durch eine Tür zu gehen, oder was? So. Dietrich. Wofür denn jetzt Dietrich? Ich dachte, wir sollten jemanden treffen. Okay. Das können wir auch nochmal looten? Okay, na gut. Nehme ich natürlich mit. Und jetzt kommen wir hier rein. Okay, geil. Dann nehmen wir die Kacke auch direkt mit. Und dreimal Arznei bekommen. Wir werden jetzt auch zugespammt mit Arznei, kann das sein? Neunmal. Wir haben 9 Arzneien. Nice. Schmeckt. Die lassen uns rein. Und direkt erstmal beklaut. Geil. Aber Moment mal, wo sind die denn jetzt? Hier. Hier hinter. Gut. Durchsuchen Sie Barneys Versteck nach hin... Nach Beweisen. Ach, nach Beweisen. Da muss doch hier irgendwas sein. So ein komisches Emblem, aber es werden wahrscheinlich damit damit interagieren können, wenn es wichtig ist. Ach, hier im Schrank. Oh mein Gott, dumm. Dosen, Zigaretten. Mann. Und da oben liegt nichts drin, okay. Hier hinterm Plakat. Nein. Junge, Junge, Junge. Boah, Alter. Wie oft ich niesen muss gerade. Entschuldigung, aber lässt sich nicht verhindern. Ja, was müssen wir denn jetzt hier machen, hm? Können nicht auf das Bett klettern, okay, alles klar. Gerne drüben geguckt.
Was ist das für ein Scheiß? Dann müssen wir woanders suchen. Nicht direkt, doch, direkt hier drin. Direkt hier drin. Mach mal die Tür zu, vielleicht bewegt das irgendwas. Bald auch nicht, ne? We remember, okay. Weißt du was, ich will... Ach, Moment mal, warum benutze ich denn nicht... Gott, ich bin so dumm. Das ist kein Beweis. Hä? Ist der so eine Art Sammler oder was? Aha. Oh, dieser Ort ist ein Saustall. Ja, ja, stimmt. Hey, beeil. Aber hier. Jemand kommt in deine Richtung. Na toll. Junge. Nicht dein Ernst. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel? Ach, das ist eine Stück. Das ist. Ein Stück das ist Arm. Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Ja. Hakon heißt ja nicht Hakon. Hau sofort ab da! Wir sagen es Eto und. Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie ihn. Ich wusste es, dass er ihn umgebracht hat. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist. Wir haben ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich! Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hurensohn. Nein, natürlich gehört das nicht dir. Ich tu dir einen Gefallen, Arschloch. Junge, ich hab ne neue Waffe. Was willst du eigentlich? Dieses Mal... Ah! Oh, Junge. Ist das alles, was du kannst? Nee, nicht ganz. Hau ab. Komm, ich brauche nicht mehr blocken. Jedes Mal, wenn er aus der Deckung geht, hau ich ihm einfach eine rein. Autsch. Was ist jetzt passiert? Aufhören. Okay. Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Alter. Bist du bescheuert? Ja. Er haut uns übers Ohr. Diese verdammte Pilger will uns drankriegen. Wovon spricht er da, Aiden? Ich habe den Beweis gefunden. Zwischen deinen Sachen versteckt. Beweis? Wofür? Du hast Commander Lukas die Tätowierung aus dem Arm geschnitten. Nach seinem Tod? Oder war es noch davor? Du hast sie doch nicht mehr alle. Das habe ich nicht getan. Du vielleicht nicht. Aber dein wahnsinniger Bruder... Barney ist kein Psycho. Wir haben nichts mit Lukas Tod zu tun. Ich gehe zu Aether. Ich habe den Beweis, nach dem er sucht. Aiden, wir waren es nicht. Niemand im Bazaar wird dir das glauben. Woher stammt dann die Tätowierung? Woher stammt dieses Stück Haut dann, Sophie? Was, wenn es uns untergejubelt wurde, um uns reinzulegen? Schon mal daran gedacht? Wer sollte das tun? Und warum? Um alle vom tatsächlichen Mörder abzulenken. Wer profitiert denn am meisten von Lukas Tod? Wer profitiert am meisten? Wenn es für dich so einfach war, hier reinzukommen. Dann hätte das auch vor dir jemand tun und das dir platzieren können. Das ist egal. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Aether. Warte! Bitte. Aether interessiert sich nicht für die Wahrheit. Ihm geht's nicht darum, den wahren Killer zu finden. Er will nur einen Grund, um den Bazaar überfallen zu können. Das geht mich nichts an, Sophie. Nein. Du wirst aber Blut an den Händen haben. Das Blut von Unschuldigen. Das stimmt. Da will uns jemand etwas anhängen. Jemand Cleveres. Aiden, wir sind keine Sadisten, die Lukas häuten würden. Und das weißt du auch. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Ja. Und wir werden sie los. Aber nicht wie Psychos und Mörder, Aiden. Glaub mir. Das ist ein Komplott. Ich werde dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Versprochen. Wie denn? Indem wir das größte Problem dieses Landes loswerden. Die Picards. Das hört sich gefährlich an. Wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich bereit bin. Bleib am Funk, Aiden. Zeit, hier für ein paar Veränderungen zu sorgen. Scheiße, Alter, ich mag es nicht, mich in Spielen entscheiden zu müssen.
Ich bin anscheinend wieder full life, oder was? Okay, interessant. Na gut. Meine Fresse, ey. Wohin führt das Ganze noch? Wohin führt das Ganze noch? Warten Sie auf Sophies Anruf. Achso, ich dachte gerade so, hä, was? Das habe ich doch schon gemacht, aber ja, okay, es ist halt eine zusammenhängende Quest anscheinend. Wir haben doch jetzt einen Wasserturm. Also, warum endet die Quest nicht? Komisch. Ich würde noch interessieren. Hier. Das komische Zentrum. Und 4 Hemmstoffe befinden sich dort. 4 Stück. Gut, dann werde ich mal zusehen, dass ich da rüberkomme. Ich weiß nicht, ob ich das schneide. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber wenn ich dran denke, dann wahrscheinlich schon. Nein, mein Bonus. Oh nein. Ah, dumm. Und wir spawnen hier drin. Nee. Ja, kann ich raus? Gut. Hätte ja sein können, dass wieder Loot drin ist. Das wäre irgendwie witzig. Dann gehen wir halt hier raus. Dann kommen wir wenigstens sicher runter. Ja. Gut. Und dann können wir da auch vernünftig reinsteppen. Und ich mag's nicht, wie langsam man hier ist. Da ist ein Screamer. Da sollten wir auf jeden Fall nicht hin. Da ist noch ein Screamer. Aber das... haut doch ab. Das Zentrum ist da in die Richtung. Also werden die uns sowieso nicht wirklich gefährlich. Und selbst wenn wir... my whole world. Ist, Bulka? Was? Eine Katze? Oder was? Selbst wenn wir verfolgt werden sollten, was wir jetzt tun, was jetzt getan wird... Ach du Scheiße. Dann... Hau ab! Hau ab! Sollte uns das nicht wirklich jucken? Außer es wird halt das getan, Alter. Ja, geh hoch. Geh doch hoch, Kollege. Denn da oben gibt's ja OV, wie wir wissen. Nur heißt nicht, dass wir den Bereich auch erreichen. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nein, sind wir auf jeden Fall down. Okay, aber wir sind oben. Wir sind oben, rein da. Und können die uns mal lecken. Die Keks. Die Jagd ist vorbei. Schön. Alter. Ich glaube, ich werde das dann mal nicht schneiden. Weil das ja eigentlich ganz geil war. Und rein in den Laden. Nur wenig Gesundheit, ja. Ja, komm, wir heilen uns mal.
Wir heilen uns mal lieber. Wir haben ja genug Arzneien. Bevor wir hier jetzt verrecken. Okay, und man kann dann wirklich direkt ein Messer werfen. Und nicht erst nach dem Kill. Gut. Ich hätte eigentlich ganz gerne nur den Hemmstoffbehälter. Okay, aber ist in der Nähe. Passt also. Und ja, klar, mit dem Überlebenssinn hätten wir auch da sneaken können. Hier ist Sophie. Komm zum Bazar. Wir halten einen Kriegsrat. Töte ihn doch! Junge! Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Beeil dich. Mit dem Überlebenssinn kann man anscheinend auch die Umgebung abscannen. Und damit dann auch die Gegner aufdecken. Hätten wir natürlich auch machen müssen. Bei diesem Banditenlager. Von innen verschlossen? Aha. Ihn können wir, ja. Ihn können wir wegmachen. Ziemlich easy. Was ist hier denn jetzt los? Ich renne aber hier einmal kurz durch. Okay, ja, komm, komm, komm. Yes. Ja, geile Sachen. Sehr, sehr geile Sachen. Nice. So, und wie kommen wir da jetzt rein? Wie kommen wir da jetzt rein, ist die Frage. Ich würde vorschlagen, wir besiegen erstmal alle Gegner hier. Und dann werden wir schon einen Weg finden. Ach so. Nein, ich muss. Ah nee, Quatsch. Oh, bin ich blöd. Ich muss mittlere Maustaste drücken, damit ich den Kill schnell mache. Ja, es macht schon eher Sinn. Vor allem, weil ich halt noch nicht diese Fähigkeit habe, ich Idiot. Dumm. Also es mit dem Messer werfen. Die Fähigkeit habe ich ja noch gar nicht. Wie soll ich sie dann benutzen können? Dietrich, einfach. Okay. Hier können wir rein. Ja, haben wir fast. Jetzt. Sehr gut. Und hier aufmachen. Schön. Wunderbar. Schön wieder Gegenmittel bekommen. Jetzt mal sehen, was es hier noch so gibt. Viel dürfte ja jetzt nicht mehr sein. Ist hier dann schon der Rückweg? Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ist von innen verschlossen. Ach du Scheiße, Moment. So. Jetzt können wir weitermachen. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Was? Noch einer? Oder... Moment mal, warum wird denn... Ach, unten ist noch einer. Hier ist noch einer. Was? Und wie kommen wir dann runter?
Alter, ne? Was zum Teufel? Können wir uns die nochmal rein, die Dinger? Hier können wir aufmachen. Okay, aber wir kommen noch irgendwie runter. Irgendwie müssen wir noch nach ganz unten kommen. Und wir laden hier erstmal wieder auf. Bevor wir die nächste Reise unternehmen, weil meine Ressourcen möchte ich natürlich nicht verschwenden. 1 von 4. Ach, hier sind mehrere Behälter. 4 Stück an der Zahl. An einem Ort. Aber wir müssen die alle erstmal suchen. Okay. Also die sind halt nicht wie sonst immer in einem alle drin. Zum Beispiel 2 Hemmstoffe in einem Behälter. Sondern hier ist es jetzt so, dass die verteilt sind übers Gebäude. Immer nur einer in einem Behälter ist. Gut. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon längst geschnallt haben, was ich sagen möchte. Aber ich möchte das... Ich wollte das nochmal vernünftig ausführen. Mein Gedankengang. So. So viel gequatscht schon wieder. Aber scheiß drauf. Weiter geht's. Ach, auf! Jo, Alter. Nein, ich... Okay, ist schon zu spät. Stirb. Sehr gut. Da drin ist dieser Behälter, aber es ist verschlossen von innen. Gut. Dann müssen wir jetzt kämpfen. Macht nichts. Wir haben ja das notwendige Equipment dafür. So stark sind die Gegner jetzt auch nicht, dass wir unbedingt von einem Kampf absehen müssen. Also, machen wir es einfach fertig. Aua. So, ihn zuerst, dann noch ihn erledigen. Und er ist, glaube ich, der Letzte. Nein, doch nicht. Aber jetzt. Alter. Meine Fresse, Mann. Zack. Das ist auf und wir kriegen die nächsten Hemmstoffe. Oder den nächsten Hemmstoff. Junge, Junge, Junge. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich noch mit der Execute-Attacke umbringen von hinten, aber gut, hat dann irgendwie nicht mehr geklappt. Was soll's? Ja, ja. Ich weiß. Gibt's ja. Hier, wie wir mittlerweile wissen. Hau ab. Heißt nicht, dass ich jetzt noch weiter unnötig kämpfen muss. Hab ich keinen Bock drauf. Wir machen das Ding einfach nur auf. Gehen hier rein, ganz entspannt. Müssen jetzt nochmal das lustige Türstemmspiel hier spielen. Und dann können wir endlich weitermachen. Da ist ein fetter Dungeon. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass wird. Nein, 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 nein. Komm. Hör auf.
Gott. Komm, mach. Tschüss. Nein, aua. Ah, du Drecksau. Junge, Junge. Aber Hauptsache, der scheiß Screamer ist down. Hauptsache, der Screamer ist down, weil jetzt großartig ein Riesenfight hier starten wollte ich jetzt nicht. So, diese kleinen Viecher hier sind in Ordnung. Die sind schnell erledigt. Metzelt man einmal schnell weg und das war's. Aber da dann hier einen Screamer rumtoben zu lassen, eher nicht so. Und da muss ich mir dann jetzt doch mal so ein Ding reinziehen. Vor allem, weil ich hier sonst nicht lang drin überlebe. Zack, da ist es auf. Mach auf, mach auf, mach auf. Und gib den Kram daher. So, raus hier. Scheiße, es ist wieder Tag. Wie kommen wir da jetzt hin? Okay, hier geht's raus. Hier. Hier geht's rein. Sehr gut. Das ist jetzt der dritte Hemmstoff. Allerdings hätte ich auch gern noch den vierten dann. Oder haben wir... Haben wir alle? Ach, wir haben alle vier. Okay. Sehr gut. Gut, dann raus hier. Alter, das war was. Das war eine echt ordentliche Aktion. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Im nächsten Part Dying Light werden wir dann hier die Wasserturm-Quest wahrscheinlich abschließen können. Bis demnächst und ciao.